Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ich habe eine Frage, Hazrat Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Egal was er gemacht hat, da gibt es immer eine Weisheit dahinter. Dann wollte ich fragen, Hazrat Aisha radiallahu anha, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit ihr geheiratet hat. Ja. Sie war, glaube ich, 8 oder 9, ne? 9 Jahre. Was ist der Weisheit dahinter? Was ist die Weisheit, dass der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam Aisha geheiratet hat? Erstmal solltet ihr wissen, und das bestätigen zwei Überlieferungen bei Sahih al-Bukhari. Erstmal war das Offenbarung von Allah. Von wem? Von Allah. Weil er sagte zu Aisha radiallahu anha, ich habe gesehen, dass jemand dich getragen hat auf den Arm. Das war Jibril alayhi salatu wasalam. Während sie bedeckt war, und er kam zu ihm, zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit Aisha radiallahu anha. Das heißt, das ist Offenbarung. Was die Propheten im Traum sehen, das ist wahr. Nummer 1. Nummer 2, wenn wir blicken darauf, Aisha radiallahu anha war 9 Jahre alt. Nur müssen wir eine Sache verstehen. 9 Jahre damals ist nicht wie 9 Jahre heute. Aisha radiallahu anha war eine richtige Frau gewesen. Und die Frauen heute, ich meine, die ist 30, und wenn du ihr sagst, koch Wasser, sie verbrennt ihre Haare. Die kann gar nicht. Richtig? Das ist ein Riesenunterschied. Warum? Weil die Zeit hier ein Faktor spielt. Wenn du zum Beispiel deine Großmutter fragst, mit wie vielen Jahren hat sie geheiratet? Was denkst du? 12, 13. Nicht 12, aber so 14, 15. Okay, jetzt fragst du nochmal ihre Großmutter. Und nochmal ihre Großmutter. Und spiel das Spiel bis 1400 Jahre. Ja, die Zeit war anders. Und diese Zeit ist anders. Heute, du siehst eine 40-Jährige, die guckt sich noch Teletubbies an. Sag, deswegen, das ist nicht dasselbe. Aisha war eine volle Frau. Und passt auf, Aisha radiallahu anha. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, Aisha war eine der größten Gelehrtinnen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn man das gesamte Wissen der Frauen zusammenfasst, so haben sie nicht das Wissen von Aisha radiallahu anha. Und wie lange hat sie Wissen weitergegeben? Wie lang? Hä? Noch lange Zeit, richtig? Das heißt, sie hat die Leute versorgt mit was? Mit Wissen. Und das ist eine Weisheit. Naam, wallahu ta'ala ala wa ala.